We need a gimmick. Wer klatscht? Der Dusche klatscht, ich. Ja? Ja. Alright, gut. We're in business. Hallo Duschi. Yes. Thomas, hallo. Schön dich zu sehen. Schön mich zu sehen, ja, schön dich zu sehen. Du schaust ja, so Wahnsinn. Schneidig aus mit deiner Frisur. Ja. Ja, heute extra sleek. Ich war gestern noch beim Friseur. Mm. Props to Ali. Ja, der Ali hat mir gestern noch ein bisschen schick gemacht für heute, ja. Mega cool. Nice. Schick fürs yeah. Big Boys. Schick fürs Big Boys. Okay, wie geht's dir, Dusche? Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's deiner Band? Du hast nämlich eine Band, richtig? Hoffentlich noch immer. Ja, bin ich gerade mega ins Fettnäpfchen getreten. Ja, der peinliche Frage jetzt da, oder? Nein, die Band gibt's nicht. Ja. Naja, der Band geht's, sagen wir mal gut. Nämlich, gut. Du weißt natürlich, wie es jetzt aktuell läuft mit den Bands und so. Mhm. Weißt du, wir haben viel gecancelt und viel Touren absagen müssen, verschieben müssen und so weiter und so weiter. Also von dem her, wir haben nicht geprobt und lauter solche Sachen. Von dem her, manchmal hat es sich wirklich so angefühlt, als gäbe es die Band gerade irgendwie nicht so viel. Aber stimmt natürlich auch nicht, weil wir waren sehr fleißig und haben in der Zwischenzeit ein neues Album aufgenommen. Okay. Was sollte man sonst machen in dieser schönen Zeit, außer ein neues Album? Und welches Subgenre hat denn dieses Album? Subgenre? Oder, wenn wir Genre, Metal als Genre nehmen, was für ein Subgenre habt ihr denn als Musik? Insgesamt? Mhm. Naja, ich würde sagen, wir sind im... Soll ich jetzt Power Metal sagen, weil das eine Sendung über Power Metal ist? Wenn du nicht Power Metal sagst, haben wir ein riesiges Problem, ja. Na, also Thomas, natürlich, wir machen Power Metal. ich hätte natürlich als erste Antwort, hätte ich jetzt eigentlich Symphonic Metal gegeben. Mhm. Aber okay. Wir machen natürlich auch Power Metal. Ne? Gutes Stichwort. Wird nämlich wichtig sein, auch später, dass wir ein bisschen drüber reden. Also du spielst, um es aufzuklären, der Duschi spielt bei der wundervollen Band Visions of Atlantis. Das ist eine der größten, ich würde sagen, Power Metal / Symphonic Metal Bands. Da kommen wir auch gleich zum Problem, was ist Symphonic Metal, was ist Power Metal? Wenn du Power Metal aufmachst, im Internet kommt ein Bild von Nightwish, die ich eigentlich als Symphonic Metal kennen würde. Genauso. Was? Wirklich? Ja, ja. Wirklich? Es ist komplett weird. Darf ich das kurz überprüfen? Überprüf das kurz. Und deswegen haben wir uns den heutigen Metal Talk mit, also die Metal Culture, so viel Kultur, der Dusche und ich halt haben können. okay, also ich muss sagen, mein Power Metal Google Search ist wohl ein bisschen, wie sagt man da, kaputt. Bei mir kommt ein Bild vom dunklen Parabelritter. 15 Power Metal Bands you need to listen to. Geil, okay, lass dir das offen für später, das brauchen wir noch. Ja? Das wär und, brauchen. Und eine japanische Power Metal Band poppt auch auf. Also von dem her, ich bin sehr biased anscheinend. K-P-P, K-Power Metal Pop, kind of. No, J-P-P. J-P-P, J-P-P. J-P-P, aber du hast recht, ich sehe auch in Nightwish-Spiel. Okay, also, then let's get right into it. Metal Culture heute mit Duschi von Visions of Atlantis über das Thema Power Metal. Und wir haben beide representing Power Metal. Ja, represent, Alter. Halloween. Wer kam zuerst? Halloween oder Guardian? Das ist eine sehr einfache Frage. Aber ja, ich finde auch, aber. aber wer wird länger da bestehen? Auch das ist eine sehr einfache Frage. Okay, also, ganz ehrlich, wenn der Hansi das John Schaeffer Disaster überlebt hat, überlebt auch Halloween. Naja, darüber lässt sich jetzt streiten, aber okay. Okay. Gut. Wir kommen gleich dazu. Also wir haben einen Profi hier von Visions of Atlantis, wundervolle Band. Ihr habt sogar einen Track auf dem Game of Thrones Soundtrack irgendwo gehabt oder bei der Werbung oder so dabei. Richtig? Naja, also ein Track auf dem Soundtrack wäre jetzt übertrieben. Na, wir waren nur in der deutschen Werbung für Staffel 6, glaube ich. Aber da kamen Drachen vor. Also mehr Power Metal. Auf RTL 2. Mehr Power Metal geht nicht. Achso, das darf ich nicht sagen. Okay, keine Werbung hier. Aber wir waren ja in der deutschen Werbung vertreten. Sagen. Also ich glaube nicht, dass wir von RTL 2 gesponsert werden. Und wenn...
go for it. Wäre doch cool. Oder? Ja, da kamen Drachen vor, da kamen viele Drachen vor. Und du meinst, das gab uns den Ritterschlag, endlich richtiger Power Metal zu sein. Voll, da es stimmt, weil danach kam eigentlich dann erst die Dragon Force Tour zum Beispiel, das kam erst danach. Die haben sicher auf RTL 2 unsere Werbung gesehen. Und dann haben sie angerufen, hey, echt brauchen wir. Das kann ich mir ehrlich gesagt gut vorstellen. Ey. Das ist so, jawohl. Kommen wir aber gleich zum Thema. Duschi, was braucht eine Power Metal? Also wie würdest du Power Metal für Außenstehende beschreiben? Also wie beschreiben wir jetzt Power Metal für Leute, die sagen, keine Ahnung, ich bin aufgewachsen mit New Metal und ich habe keine Ahnung, was Power Metal ist. Beschreib mir das. Also grundsätzlich, ich rede nicht mit Leuten, die mit New Metal aufgewachsen sind. So true bin ich da. Ja. Also es muss Grenzen geben und es tut mir leid. Leute, Entschuldigung. Nein, eh nicht. Thomas, du bist ja so einer, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, also not by choice, ja, aber das war halt einfach die Zeit, in der ich aufgewachsen bin. Aber du hast den richtigen Weg gefunden, vielleicht. Ich bin ja mit Power Metal quasi schon aufgewachsen, ja. Ich meine, da kann man jetzt wieder sagen, was ist Power Metal und was nicht. Iron Maiden ist wahrscheinlich nicht mehr Power Metal, aber irgendwie auch schon. Okay. Woran machst du es fest? Also was ist Power Metal für dich, wenn du es jetzt geschwind beschreiben müsstest, so 5 Features oder so, die Power Metal hat? 5 Features? Ja. Sprechen wir hier über den europäischen Power Metal oder den amerikanischen? Nein, aber grundsätzlich 5 Features. Ich würde sagen, eine epic voice, also vielleicht eine meistens eher hohe Stimme, gesanglich, würde ich mal sagen. Dann sehr melodiöse Gitarren-Riffs und Soli und Melodien. Meistens ein cringy Text über, sagen wir, alles, was das Fantasy-Business hergibt. Und auch anders teilweise. Aber sagen wir mal immer, es muss immer ein bisschen episch, bombastisch mehr sein. Dann würde ich vielleicht noch den Einsatz von anderen Instrumenten als Gitarren verwenden. Also vielleicht viel Keyboards oder Backing Tracks oder so, weißt du, so symphonisch ein bisschen, wo wir da wieder sind. Aber das vielleicht noch. Und eine 5. Eigenschaft für Power Metal. Meistens vielleicht, es sind eher Up-Tempo-Tracks. Also ja, natürlich, fast auf jedem Album kommt dann die eine Powerballade, aber grundsätzlich mehr Up-Tempo, mehr schnellere Songs, treibend und ja, so eher, würde ich sagen. Das ist eine sehr, sehr coole Beschreibung schon gewesen. Du hast doch gesagt, andere Instrumente eben, dieser Übergang zu Symphonic Metal. Inwiefern ist Symphonic Metal anders als Power Metal? Oder kann man sagen, Symphonic Metal ist vielleicht ein noch so eine Unterkategorie von Power Metal? Oder ist es vielleicht so nachgekommen? Naja, schwierig zu sagen. Grundsätzlich, ich sage Symphonic Metal, der Unterschied ist, es ist immer ein Gitarrist weniger. Aber nein, das stimmt nicht. Aber ich hab's bemerkt, so, wenn man so mit vielen Symphonic Metal Bands unterwegs ist, so, die meisten von denen haben nur einen Gitarristen. Stimmt. Es gibt nur einen Gitarristen, was es in einer klassischen Power Metal Band, glaube ich, nie geben würde. Also, das heißt, Power Metal kann man sagen, ist vielleicht ein bisschen, ich meine, es sagt der Name ja schon, Symphonic Metal ist ein bisschen mehr auf die orchestralen Orchestrierung ausgelegt. Ich meine, das stimmt schon, wenn ich jetzt dran denke, Nightwish, ihr im Visions of Atlantis, bei euch ist das ja auch der Fall, oder? Bist ja nur du, oder? Als Gitarre. Ja, ich muss übrigens kurz zwischendurch einwerfen, also wir schneiden das ja nicht, aber mein Audio-Track hat aufgehört zu recorden. Das ist okay. Just start it again. Es ist alles, wir sind live und wir sind nicht live. Thomas Retsch wird ein Schaß. Wir sind nicht live, aber wir sind real to the bone. Und ich habe keine Ahnung, wie viel ich jetzt verloren habe, aber ja, total live. Alles gut. Okay. Ich muss das mehr im Kopf behalten. Also das Fenster im Kopf, im Auge. Gut. Wo waren wir? Wir waren gerade dabei zu besprechen, Symphonic Metal Bands haben nur einen Gitarristen. Das heißt, zum Beispiel Beispiele fallen mir jetzt ein, Nightwish und eben bei euch bist ja auch du eigentlich. Und das sind die zwei Hauptvertreter, ja? Für mich schon, in meinem näheren Umfeld. Das ist übrigens ein Secret. Ich bin ein riesiger Nightwish-Fan. Das wissen nicht viele Leute, aber ich bin tatsächlich ein Die-Hard Nightwish-Fan. Ja, ich weiß es. Ich weiß es natürlich. Weil von mir traust du dir das zu sagen, ja?
Das ist ja der ganzen, von den ganzen Deathcore, Metalcore-Leuten ist das ja. Das ist aber, was? Und bei mir so, ja, na sicher, Nightwish. Ja. Waren wir zufällig mal auf einem Nightwish-Konzert gemeinsam? Ich habe es mir nicht gemerkt. Ich glaube nicht, nein. Nein? Warst du damals nicht Gasometer mit mir? Haben wir es aber nicht gekannt? Ich glaube nicht, nein. Hm, möglich, möglich. Ist doch egal für die Zuhörer hier, aber ich wollte jetzt gerade einen Romantic Moment zwischen uns wiederherstellen. Wir waren bei Trivium. Trivium ist ein bisschen Power Metal. Wow. Jetzt wird es aber schwierig. Wow. What did you say? Ist Trivium immer noch Power Metal? Das ist schwierig zu fragen. Aber das ist eben genau jetzt die Frage. Das ist genau, wo wir reinkommen. Weil Trivium hat ein Album gemacht über griechische Mythologie. Shogun war ja viel von griechischer Mythologie. Und deswegen heißt es auch Shogun. Obviously. Und jetzt ist die Frage quasi, ab wann zählst du als Power-Metal-Band? Was hat eine Power-Metal-Band? Weil das ist für mich immer so wahnsinnig, weil Symphonic-Metal ist tatsächlich einfacher zu bestimmen. Ich sag's jetzt mal wirklich klischeehaft. Symphonic-Metal ist oft Female-Singer. Meistens, ja. Nicht immer, muss man dazu sagen, aber oft hat sich das irgendwie so etabliert, eben Vorbild Nightwish. Sehr viel Orchestrierung, also sehr viel über Keyboard und über Samples auch heutzutage. Und eine Gitarre, vielleicht nicht so heavy, kann man das sagen? Symphonic Metal ist nicht, ich meine, das ist jetzt nicht böse gemeint im Sinne von nicht heavy, aber vielleicht nicht so extrem. Ja, ich meine, weißt du, wie oft ich schon höre, dass wir Schlager-Metal sind oder sowas in die Richtung? Nicht so heavy. Das habe ich über Blind Guardian auch schon gehört und lasst mich euch sagen, Leute, die das sagen, ihr seid Idioten. Ja. Aber nicht so heavy stimmt eindeutig, weil das ist auch immer lustig, wenn mich irgendwer fragt, so, in welcher Band spielst du? Und das sind halt Leute, die absolut nicht aus dem Metal-Bereich kommen, sondern die normal nicht Metal hören. Und sie fragen mich, ja, was hörst du so? Und was spielst du so? Und ich sage so, ja, Symphonic Metal, das ist sicher so urhart und so. Und ich sage, nein, überhaupt nicht, hör's da mal an. Und die sind dann immer total überrascht, wie wenig heavy das manchmal ist und wie leicht zu hören, sage ich jetzt mal, das ist, weißt du? Weil es findet, also im Symphonic Metal finden Nicht-Metal-Hörer, glaube ich, auch oft irgendwas, was sie okay finden. Ja. Weil es halt einfach schön Orchester, bla, das kennt man halt auch außerhalb des Metal und das ist irgendwie ganz nett. Vielleicht ist es einen einfacheren Zugang, würde ich sagen, manchmal in manchen Aspekten für Leute, die kein Metal hören. Ja, dafür finde ich, dass es vielleicht dann teilweise im Metal-Bereich selber für manche Leute dann wieder ein schwerer Zugang ist, weil viele Leute sich denken, das ist ja gar nicht mehr wirklich Metal, das ist nicht heavy enough, das können wir nicht hören, das ist, weißt du, das ist so, ich glaube, es ist ein bisschen kontrovers, aber wenn man redet über Symphonic Metal, da kannst du natürlich auch sagen, und Power Metal, was zum Beispiel ist dann Rhapsody. Oder wie auch immer sie jetzt heißen, Rhapsody of Fire, Luke doing this Rhapsody, aber ich bleibe jetzt mit den ersten Original Rhapsody. Ja. Was ist das? Weil die haben auch total viel Orchestrierung, total viel symphonische Elemente, sagen wir jetzt mal. Aber sie haben auch den Power-Aspekt und den schnellen Aspekt. Absolut. Bei Blind Guardian hat er die Transition auch gemacht. Ich würde Blind Guardian nicht mehr als Power Metal bezeichnen. Das letzte Album war so viel Orchestrierung drin. Also die Gitarren waren auch schon so im Hintergrund. Weißt du, das war einfach so eine Wand an Sound und viel davon war Orchestrierung. Das Schlagzeug war nicht mehr so prominent mit der Kick. Also du hast einfach gemerkt, sie haben Metal-Elemente ein bisschen zurückgenommen. Eben auch, ich meine, in Anbetracht von dem letzten wirklich Orchesteralbum, das sie jetzt rausgebracht haben. Das war ja wirklich rein Orchester. Ja. Da sprechen wir auch nicht mehr von Metal, das ist für mich Musical. Eigentlich haben sie ein Musical aufgenommen. Wobei lustigerweise Blind Guardian immer schon so ein bisschen Musical-Band für mich war. Die haben immer schon ein bisschen so Musical gemacht. Aber gerade, also ich finde, da ist die Transition auch gekommen zu, okay, es ist extrem viel Orchester und eigentlich die Metal-Elemente haben sich mehr und mehr rausgenommen. Deswegen, ich muss da ein bisschen mich selber auf, muss ich mir selber auf die Hand klopfen, zu sagen, es ist nicht so heavy, ist nicht richtig, weil, also ich kann mich sehr gut erinnern, es gibt bei Within Temptation und bei Nightwish und bei vielen Bands oder Ecliptica oder sowas, Epica, gibt es genauso Momente, wo ich mir denke, bis Stepper, das ist heavy. Es ist also das Riff ist einfach so, hat so viel Balls, aber es ist halt eingebettet in dieses bisschen so eine Ästhetik, ja, so eine, wie soll ich sagen, eine Schönheit in der Musik,
die es halt bei DevCore nicht hast. Es ist 8-seitig getan, runter, drop, set, passt. Es kommt ein China einmal pro Minute. Ja. Das ist halt anders. Eine andere Art von Heaviness, weißt du? Das ist schon wahr, aber ich meine, man also noch kurz wegen dem Musical-Ding, das hat ja Nightwish quasi auch gemacht. Also genau. Diese ganze Imaginarium-Storytime-Sache war ja quasi auch ein bisschen so Theater, Musical, was whatever. Aber was du jetzt sagst, es gibt ja auch innerhalb des Genres viel Unterschiede. Also man kann ja auch Symphonic Metal, wenn wir Symphonic Metal nehmen, auch sehr anders interpretieren. Weil zum Beispiel, wenn wir jetzt uns nehmen, wir sind wahrscheinlich meistens eher so ein bisschen auf der lieblicheren Seite unterwegs und alles bleibt clean. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sowas nimmst wie Epica, die haben sehr viele Heavy Riffs, die haben Growls drinnen auch teilweise oder so. Das war ja sowieso eine Zeit lang sehr in, wenn du damals hattest Tristania oder Sirenia oder diese ganzen Sachen. Da gab es ja diese Zeit-Zwischenphase, wo jede Symphonic Metal Band Growls haben müsste. Was dann wieder ein bisschen die Heaviness reinbrachte und so. Weißt du, das hat sich alles gewandelt und verändert hin und her. Und ich glaube, jetzt ist so quasi, du darfst eh alles machen, weil sowohl Power als Symphonic ist so verschwommen und einfach so ein riesen Pool an Musikern, Bands, whatever geworden, dass es eh egal ist. Ja. Fast. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, mit dem auch gut in das Thema einsteigen, eben das, weil viele Leute sagen, okay, aber das ist nicht Power Metal, das ist Symphonic Metal. aber quasi, also es stammt irgendwie aus demselben, ich würde sagen, es stammt aus einem ähnlichen Bereich irgendwie. Was mich auch irgendwie zur nächsten Frage bringt, was würdest du denn sagen, ist der Ursprung von Power Metal? Was ist der Ursprung von Power Metal für dich? Ich habe nämlich viel über das nachgedacht und es ist, also jetzt die Bezeichnung selber, gibt es mehrere Geschichten dazu, also da gibt's ja mehrere Stories. Ich glaube, eine von denen ist, dass Venom sich selber, glaube ich, als Power Metal bezeichnet hat. Und das habe ich gehört, ja. Das war irgendwie mit einer Demokassette von Metallica verbunden, ja, das sind so... Da bist du der Spezialist, also... Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine Story, die ich nicht kenne. Ich weiß nur, dass Venom sich selber als Power Metal bezeichnet haben und da quasi dadurch der Begriff irgendwie herkommt. Das ist aber genauso wie die Frage, wo kommt Heavy Metal her? Ja, da hast du 100 Möglichkeiten und da ist wahrscheinlich sogar noch mehr bei Heavy Metal. Ich habe diese Story gelesen mit, es gab irgendeine Tour von ein paar Bands, ich glaube Rage und noch ein paar so Sachen, die gemeinsam getourt sind und diese Tour war irgendwie diese Tour haben sie Power Metal Tour genannt. Und dann, dass es davon auch irgendwie kommt, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eine schlechte Story. Ich glaube, das wäre schon ein bisschen spät, oder? Rage ist doch erst... Ja, das war irgendwie zu spät. Also, aber sie haben halt irgendwie dann so angeblich zum ersten Mal so das als Selling Argument verwendet. So, das ist jetzt Power Metal Tour oder so. Aber vielleicht war es auch nicht Rage und es war Gamma Ray. Aber das wäre auch nicht so früh. Das wäre auch nicht so früh, weil Gamma Ray ist... Das wäre dann eigentlich auch schon zu spät. Ja. Ich muss sagen, ich sehe doch den Ursprung bei Power Metal, ähnlich wie du sagst, ein bisschen bei Maiden, was lustig ist, weil die, ich meine, eigentlich noch viel früher, ich sehe den Ursprung von Power Metal eigentlich beim Ronnie James Dio. Das ist für mich irgendwie so einer von den Typen, die, keine Ahnung, hat über Fantasy Stuff gesungen, die Voice ist extrem markant gewesen für viele Sachen. Das ist wahrscheinlich auch, weil ich ein großer Ronnie James Dio-Fan bin, aber ich sehe irgendwie so ein bisschen die, keine Ahnung, so diese Anfänge oder vielleicht Ideen oder Einflüsse beim Dio. Ja, grundsätzlich kann ich da nicht so widersprechen. Also diese Connection habe ich nicht so. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, Dio ist der Begründer des Power Metal. Oder ich hätte nicht so in die Power Metal-Schiene geschoben, wenn du es so erklärst. Ich sehe es natürlich, aber das, wenn mich... Ja. Also grundsätzlich kann ich sagen, was ich immer sage, wenn irgendwer mich fragt, ja, was glaubst du, ist der Begründer von Power Metal? Ich sage eigentlich fast immer Halloween. Also Halloween ist für mich immer so die, da hat's begonnen. Das mag jetzt natürlich auch falsch sein, aber das ist natürlich meine persönliche Interpretation. Dass das so quasi die erste richtige Power Metal... Du, ich bin voll bei dir. Band ist, weißt du? Ich bin das voll ist bei so dir, ja. Das stimmt schon, ja. Das ist richtig. Also Halloween war quasi jetzt so die, das waren die ersten, ja. Übrigens erfolgreichen alles, zumindest ja. damit, ja. Also
alles, was wir da sagen, wie immer bei Metal Culture gilt, wenn irgendwer Input hat und sagt, hey, Burschen, es gab vorher schon die und die, in die Comments. Ja, das ist wirklich, es geht wirklich darum, dass man ein bisschen auch selber, es ist ja schön, dass man selber über das Genre lernt. Ja, zum Beispiel diese Ronnie James Dio-Geschichte haben wenige Leute. Ich habe mir aber das Holy Diver-Video angeschaut und er steht da mit einem Schwert und einem Kettenhemd oder, und ich denke mir so, das ist doch eigentlich alles Power Metal. Ganz ehrlich, wenn du den Ton abdrehst und, keine Ahnung, Blind Guardian drüber spielst, dann da passt das, ja, das fits. Und da ist eben die Frage, weil ich würde das dann noch viel weiter zurückgehen, lustigerweise, weil ich habe ganz blöde Connection. Ich habe mir angeschaut von Bill Burr, F is for Family, die Serie. Und da der Sohn hört irgendwelche Progressive Rock Bands, wo es um Herr der Ringe geht, Lord of the Rings. Und da habe ich mir dann quasi wieder selber mich daran erinnert, dass Progressive Rock Bands über diese Fantasy-Sachen gesungen haben. Also ich glaube, wir haben zwei Sachen, die wir berücksichtigen müssen. Den Inhalt von Power Metal, weil der geht schon weiter zurück zu diesen psychedelic Rockbands, die halt über irgendeinen Fantasy-Shit gesungen haben, weil sie high as fuck waren, ja, und über Frodo im Shire und cool. Und dann hast du irgendwie die musikalische Sache, die halt dann erst gekommen ist mit Heavy Metal, also keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich kann auch nicht sagen, wann Power Metal entstanden ist. Also wenn du sagst Halloween, ja, wann können wir das circa einordnen? Von ja, das ist so Jahreszahlen her. Mitte 80er. Mitte 80er, ja. Das heißt irgendwie so, keine Ahnung, Judas Priest, Painkiller, das Album irgendwie. Und dann hast du Metallica, die Anfänge, was aber eine ganz andere Schiene war irgendwie, mehr so in die Punk-Richtung. Aber wenn du jetzt sagst zum Beispiel Mitte 80er, Halloween ist, glaube ich, so 85 oder so. Hm. Und zum Beispiel Number of the Beast ist 83, wenn ich mich richtig erinnere. Hm. Und Number of the Beast ist ja das erste Album mit Bruce. Genau. Und ich finde, das ist dann schon inspirierend. Also man könnte wahrscheinlich dann, vielleicht findet man noch irgendwo ein Interview, wo man den Kai Hansen sagen hört, ich habe Number of the Beast gehört und bin inspired worden. Aber vielleicht ist das auch absoluter Blödsinn. das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein. Und, weil die Richtung ist jetzt nicht so anders. Und dann kam das dann zwei Jahre später so ein bisschen in die Richtung und vielleicht. Und erstes Album, ich meine, erstes Album von Blind Guardian zum Beispiel, wann war denn das? Wann war denn das erste Album von Blind Guardian? Was hast du so im Kopf? Nein. Ach Gott, Dusche. Schau, ich habe das Halloween-Shirt an, ich bringe die Halloween-Infos, du hast das Guardian-Shirt an, du bringst die Guardian-Infos. Okay, das war jetzt 1988. Aber ich meine, Eisdorf und Blind Guardian wurden beide 1984 gegründet, zum Beispiel. Ja? Das war ein Jahr nach Number of the Beast. Ich meine, ich weiß, ja, Internet, sorry, ich für heute, für diese Sendung, zählt Eisdorf für mich als Teil von diesem Ding. Was immer auch passiert ist, ist nachher passiert. Fuck it, für heute zählt es dazu. Ich finde, nur kurz, ich finde, man muss ja jetzt auch nicht unbedingt John und Iced Earth, es muss ja nicht unbedingt immer dasselbe sein. Ich meine, ja, es war eigentlich immer dasselbe, aber man kann natürlich schon jetzt da, finde ich, ein bisschen trennen. Genau. Und wir reden ja nur über den Musikaspekt. Und da ist ja Iced Earth auch eine sehr interessante Sache wieder, weil Iced Earth ja vieles von der klassischen Power-Metal-Sache eher nicht so mitbringt. Genau, richtig. Es waren eigentlich eine Fresh-Metal-Band. Genauso wie Blind Guardian am Anfang. Waren beides eigentlich Fresh-Metal-Bands, ja. Aber die Amerikaner waren ja sowieso ein bisschen anders. Ja. Ich habe da gibt es ja auch zum Beispiel von in den Anfängen Jack Panzer zum Beispiel. Die habe ich ja dann später am 70K of Metal gesehen. Und da waren es halt schon sehr alte Männer. Ja. Aber das war ja auch quasi so klassischer US-Power-Metal der ersten Stunde. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, in Amerika klang der Power-Metal immer ein bisschen anders. Und dann gab es natürlich auch so amerikanische Power-Metal-Bands, die mehr so den hiesigen machen, so Camelot zum Beispiel, das war dann immer schon, glaube ich, ein bisschen mehr Symphonik auch. Ja, das stimmt, das ist richtig. Was sind denn große Namen, wenn wir jetzt schon dabei sind, was sind denn die großen Namen für dich im Power-Metal? Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwer zuhört, wenn irgendwer zuhört, der noch ja, nicht vom Power-Metal... Ist jetzt noch der most Peter, famous der Peter hört Podcast. Auf, der Peter schreibt fix mit, so, okay, Sachen zu hören, okay. Mm-hmm. Eisdorf, aber nicht John Schaeffer, gut, ja. Also was der Peter so schreibt für mich, ja. Die Redaktion. Die Redaktion. Was wären so die großen Namen für dich im Power-Metal? Wo du sagst, das sind so die großen, the big, können wir Big Four machen im Power Metal? Four of Power Metal. Genau.
Wissen alle unsere Hörer, wer überhaupt die Big Four sind? Wenn nicht, schaltet es jetzt sofort ab. Ich hasse euch. Ich will euch nie wieder sehen. Googelt das, oh, bitte. Ja, greift es nie wieder Gitarre. Also das ist ganz wichtiges Metal-Wissen, oder? Ganz ehrlich, es ist so wie in Mathematik. Ich kann die Grundrechnungsarten nicht durchmachen mit allen Leuten. Ja. Also Big Sehr Four sollten wir wissen. Okay, also wer wären die Big Four im Power Metal? Die Big Four des Power Metal. Of all time oder aktuell? Boah, Alter, du fragst mich Sachen. Machen wir mal auf all time, also quasi. Ja, dann würde ich mal sagen, Halloween und Guardian ist easy. Ja, das wär ich auch bei dir, bin ich voll die, bei dir. Die kann man mal leicht dazuzählen. Und dann, ja, das ist, also ich würde sagen, da ist auch schon ein bisschen personally influenced. Hm. Ich meine, wenn man Nightwish dazuzählt, wahrscheinlich Nightwish auch. Das ist eben die Frage. Ich hätte sie nämlich auch, ganz ehrlich, ich hätte sie dazugezählt, weil die ersten Alben, sag was du willst, die ersten Alben sind fucking hart. Das sind, also, keine Ahnung, da ist schon sehr viel Gitarrenarbeit und Double Bass dabei, weil das Symphonic eben noch nicht so stark war damals. Ja, also, dann auf jeden Fall noch Nightwish. Ja. Aber wer ist Nummer 4? Für das mich? Ist, ja. Ja, damals, wie ich da richtig im Power Metal drin war, ich hätte wahrscheinlich gesagt Rhapsody, aber. Mhm. Die haben halt in letzter Zeit nicht mehr so viel Einfluss. Also ich hätte sie aber auch dazu getan, ganz ehrlich. Mit denen ging es bergab, aber die waren mal sehr, sehr Power Metal. Also ich würde nämlich auch sagen, weil das waren so die, das sind so halt so die Namen, die dir kommen. So Rhapsody, Halloween, Blind Guardian, ja. Oh, aber was man auch machen könnte, vielleicht Hammerfall. Oh, stimmt, Hammerfall haben wir bis jetzt noch gar nicht besprochen. Hammerfall sind auch große des Power Metal, oder? Es sind wahnsinnig große. Du, ich habe die auch live gesehen. Again, sorry guys, Hammerfall-Fan, ja. Also nicht mehr von den letzten Sachen, aber bis zu einem gewissen Punkt fand ich die echt cool. Das war auch, das weiß ich noch, das habe ich von meinem Bruder, nämlich mein Bruder hat viel Power Metal und Symphonic Metal gehört. Shoutout an meinen Bruder. Wen kennt The Beast? Den kenne ich nicht einmal. Den kennst du nicht mal? Furchtbar. Nein. Wer meinen Bruder nicht kennt, das ist einer der besten Menschen, die es gibt auf diesem Planeten. Und es ist auch einer der stärksten Menschen, die ich kenne, weil er ripped ist as fuck. Ja. Und von dem habe ich eigentlich Metal bekommen. Also thank my brother for invitations. Na, aber pass auf, ich habe jetzt gemacht. Ich habe bei Google eingegeben famous Power Metal Bands. Sag das nicht, wir wissen das eh alle, wir wissen das aus dem Kopf aus. Ich habe auch Wikipedia auf. Nein, ich wollte nur unseren Eindruck mit Google-Search-Eindruck vergleichen. Ja. Die ersten zwei Bands, die kommen, sind Blind Guardian und Halloween, also da geben sie uns recht, natürlich. Ja. Dann kommt aber instant Stratovarius. Okay. Da muss ich noch einen Begriff einführen, nämlich Speed Metal. Das war nämlich in den 80ern kam zu Thrash Metal und Heavy Metal der Begriff Speed Metal, was, wie der Name schon sagt, alles bezeichnet, was über eine gewisse Geschwindigkeit rausgegangen ist. Und anfänglich war Power Metal eigentlich Speed Metal. Metallica ist da auch teilweise dazu gezählt worden, aber halt alles, was mit schnellen Double Bass gegangen ist, ja, ist als Speed Metal bezeichnet worden. Ja, ja. Und das ist jetzt für mich die Frage im Stratovarius und solche Sachen. Speed Metal oder Power Metal, wir sehen eigentlich schon das Problem, dass wir wieder 100.000 Genrebezeichnungen haben und das ist aber auch furchtbar. Ja. Man muss sagen, die Hits von Stratos sind meistens eigentlich fast auch langsamer, also nicht so schnell. Also wenn du sowas hast wie Eagle Heart oder Hunting High and Low, das ist jetzt nicht so schnell. Das ist das ist, und Strato gibt es anscheinend auch seit 1984, das wusste ich nicht. Demnach wohl auch. Das ist lustig, oder? Das ist so eine Welle von Bands, die 1984, ich glaube, ganz ehrlich, ich würde das echt ein bisschen mit Maiden verbinden, mit Number of the Beast-Geschichte. Ja. Plus, ganz ehrlich, auch mit Judas Priest, weil Painkiller ist rausgekommen. Gott, wieso weiß ich das nicht? Schande über dich, Thomas. Shame on you, forever. Man ist Painkiller rausgekommen. Da merkt man mal, wir haben uns nicht vorbereitet für diese ganze Sache. Ja. Ist ein Wahnsinn. Ja, shit, Painkiller war viel später. Painkiller war 1990. Spontan sein. Ja, siehst du. Voll Instinkt. Aber ich finde, Judas Priest ist doch ein riesiger Einfluss gewesen, weil das war die Voice zum Beispiel war komplett unique vom Rob Halford. Dieses hohe, genauso wie vom Ronnie James Dio, dieses high-pitched Ding irgendwie.
Ganz ehrlich, ich denk immer an Slayer. An Angels of Death, den Anfang. Ich bin so, Bro hat fix, der hat fix irgendwie. Ja, Tom Araya, fix Power Metal gehört vor. Na, aber ich glaube, da muss man, das ist echt die Frage, wann kam quasi der Term Power Metal wirklich into being und was war Speed Metal? Und ich glaube, da war einfach in den 80ern ein riesiger Gatsch, die haben selber nicht ganz gewusst, was machen. Ja, danach hat das halt irgendwie jeder einteilt, aber ja, Priest für mich ist halt eigentlich nicht so Power Metal, muss ich schon sagen. Ich meine, da ist das Riffing irgendwie auch nicht so Power Metal, also jetzt rein gitarrenmäßig, fällt das für mich einfach, ja, das ist einfach so klassisch heavy und Ich würde es eher von der Stimme und vom Inhalt, das stimmt schon, von der Gitarre her gar nicht. Ja, von der Gitarre ist es schon sehr, ja, da ist einfach Heavy Metal, das ist... Ja, genau, das ist Heavy Metal. Klassischer. Ich seh halt Power Metal irgendwie so aus dieser, sie haben quasi Sachen genommen von so Heavy Metal Geschichten, die aber irgendwie so Ronnie James Dio vielleicht und auch Rob Halford und haben es dann aber über härtere Sachen drüber gelegt. Und daraus ist für mich irgendwie so dieses, weil Halloween ist ja, finde ich, genau das. Das ist halt diese eine komplett andere Stimme als bis jetzt. Also wirklich ein Sänger quasi, nicht so viel Screaming, nicht so viel Schreien, nicht so viel Shouting. Weil Thrash Metal ist Shouting. Thrash Metal ist jetzt wenn wir sagen, im normalen Sinne nicht singen, ja. Später dann geworden, ja. Aber am Anfang war es halt wirklich eher aus dem Punk, ja. Und Power Metal war für mich immer so ein, okay, eine gewisse Expertise im Singen, ja. Ein gewisses Know-how, wie ich das wirklich mache. Ja, man kann schon sagen, dass viele Power Metal-Sänger eher ausgebildeter sind oder vielleicht nicht ausgebildet, aber mehr so singen. Ja, beziehungsweise aber ich glaube schon, dass viele auch eine klassische Ausbildung haben, auch in die Richtung. Muss man auch dazu sagen. Wo wir wieder bei Bruce sind, aber. Muss man auch dazu sagen, sie wollten halt auch so singen, ja. Nicht, also im Thrash Metal war es halt die bewusste Entscheidung, okay, ich möchte. Es ist ja, also wenn wir sagen, ausgebildeter heißt nicht im Sinne von besser, weil du, keine Ahnung, du musst auch, keine Ahnung, Metalcore, Deathcore, man fragt den Matt Heavy, musst auch üben, ja, kannst auch viel falsch machen und die Stimme ruinieren. Zum Beispiel, apropos Motive, zum Beispiel, ich finde Silence in the Snow, das Album, heißt das Silence in the Snow, das Album, ja, ich finde, das ist ein Power-Metal-Album. Die Redaktion nickt. Die Redaktion nickt. Thumbs up von der Redaktion. Ja, zum Beispiel, ja. Okay, also, okay. Wer ist dann aktuell für dich die Big Four? Ja, wenn wir jetzt übrigens noch bei meiner tollen gegoogelten Liste sind. Sorry, ja. Nein, es gibt nur wenige Bands, die wir da noch nicht gemenschent haben. Und die wir noch nicht gemenschent haben, sind eigentlich eher aktuell. Genau. Also von Klassikern. Ja, es ist noch Gamma Ray, aber die haben auch schon kurz gesprochen. Und Avantasia ist noch dabei. Das ist für mich halt, das würde ich jetzt gar nicht so als Band. Ich meine, es ist schon eine Band, aber was der jetzt ist halt auch ein Projekt. Wen wir vergessen haben bei Symphonic Metal ist Sonata Arctica. Das Big Sorry, ja, also Mega Bands. Okay, dann kommen wir zu aktuell. Say it, Dragon Force. Google says Dragon Force, aber ja, natürlich sage ich Dragon Force. Ich würd schon sagen Dragon Force. Also, natürlich Dragon Force, aber natürlich gibt's eine, die, also okay, Big Four momentan Power Metal. Also on top Visions of Atlantis. Für mich schon. Ihr tatsächlich natürlich eine von den großen. Na, ohne Scheiß. Es ist für mich, wenn mich fragt, Power Metal, sage ich den Leuten ohne Scheiß, okay, hör dir an, Visions of Atlantis, Blind Guardian. Ihr zählt es dafür aber schon dazu. Danke, Thomas. Das ist echt lieb von dir, aber zu viel der Ehre. Ja. Ihr wart auf Tour mit. Wir verraten nicht. Meine Lieblingsband, meine absolute Favorite Band, verraten wir noch nicht, aber ihr wart auf Tour mit Dragon Force. Und ganz ehrlich, das ist eine große Tour. Und Visions of Atlantis und Dragon Force. So. Aber weißt du, du kommst natürlich aus der österreichischen Bubble und da kommt es natürlich noch besser. Also in Österreich ist immer das haben wir, warst. Ich bin hier als Wissenschaftler. Achso, du hast das alles analysiert. Finde ich hervorragend. Nein, gar nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja? Ihr wart mit Dragon Force auf Tour. Ich meine, natürlich. International erfolgreich und bekannt vom Reacher, ja, klar. Ja. Da aber geht zum Beispiel, noch mehr, da geht mal. Noch mehr, aber zum Beispiel in Österreich, wenn mich fragt, ja, Power Metal Bands in Österreich, okay, Dragony, Visions of Atlantis. Cool, ja, go listen to that und fertig. Hast du ja, schon einen guten? Es gibt im Endeffekt eh nur drei größere, in meiner Meinung, also uns, Dragony und Serenity. Serenity, genau, Serenity ist auch. Das sind so quasi die drei Power Metal Bands in Österreich. Aber
das ist wieder ein anderes Thema. Bekannte Metal-Bands in Österreich, das sparen wir uns jetzt. Gibt's keine. Devastating Enemy. Jörg hat alles geschafft. Passt schon. Jörg hat alles geschafft, ja. Ich meine, mir wird noch Harakiri for the Sky einfallen, aber das ist so. Die haben auch alles geschafft. Harakiri for the Sky. Alles, die haben also es gibt so manche Bands, die haben einfach alles geschafft. Die haben alles geschafft. Ich sehe mich jetzt so, ich habe noch nicht alles geschafft. Also ich möchte da noch mehr schaffen. Okay. Back to Power Metal. Big Four momentan. Ich sag dir, was es ist. Dragony, Sabaton. Dragony oder Drag Force? Dragony. Dragony. Nein, Dragon Shoutout Force. Shoutout an Dragony, wir lieben euch, ihr seid großartig. Ja? Siegel! Das Siegel. Alles Liebe. Nein, ja, auf jeden Fall. Na, auf jeden Fall Dragon Force. Ich würde sagen Dragon Force, Sabaton, Powerwolf. Mhm. Und was ist das Letzte? Du weißt, was das Letzte ist. Du weißt, welche, die war auch mit euch auf Tour. Und ich würde echt sagen, das sind die neuen Everything. Ich weiß nicht. Wirklich? Ich schon. Also für mich sind sie alles. Nein. Meine absolute favorite Band, die würde ich dazu zählen, ist Unleash the Archers. Ich finde, das ist tatsächlich eine von denen, die werden noch viel, viel größer werden. Mark my words. Ich glaube, dass die wesentlich größer werden im Endeffekt, als sie jetzt noch sind. Aber ich finde die. Also für mich haben die echt Power Metal wieder zurückgeholt keine Ahnung, 2020. Also ich mache wieder so einen unklassischen Power Metal. Wenn man jetzt so den klassischen Power Metal noch nehmen würde, könnte man auch sagen, vielleicht sowas wie Gloryhammer. Gloryhammer, ja, natürlich, ja. Die machen so richtig super klassisch Power Metal mit super cheesy, was der so. Jo, wobei das. Aber das letzte Album war wirklich, wirklich Classic Power Metal Stuff von Unleashed the Archers. Also Faster Than Light zum Beispiel, das war wirklich so diese Blind Guardian Double Bass. Und drüber irgendwas, also das war schon. Okay, aber das ist Personal Taste. Also gut, aktuell. Ja, wir wissen, Thomas, du magst Unleashed the Archers. So, das haben wir jetzt verstanden. Ja, genau. Shoutout to Unleashed the Archers. Ich muss sagen, ich weiß sie auch sehr zu schätzen. Also echt, vor allem echt fantastische Musiker, muss man sagen. Mhm. Also die haben es alle sehr drauf. Sehr, sehr, sehr gut und auch nette Menschen. Auch nette Menschen, ja. Ich mag ja auch immer den Mensch hinter dem Musiker, ja. Das ist auch immer sehr wichtig. Deswegen mag ich dich so gerne. Das ist nett. Ja. Du magst meine Musik nicht, aber mich. Kann man da vielleicht so eine romantische Musik einspielen im Hintergrund bei diesem Part? Das muss der Peter in der Post-Production dann machen. Er sagt, dein Shirt sieht eh ein bisschen wie ein Herz aus, Peter, aber egal. Ja. Schau, Dusche, du musst verstehen, die anderen Metal-Subgenres sind noch nicht so in touch mit ihren Emotionen wie wir im Power-Metal. Ich bin total im Reinen. Im Power-Metal, da muss man muss ja im Reinen sein. Ohne Scheiß, ich muss das echt loswerden. Das ist eine von den Sachen, die ich im Power-Metal echt schätze, dass tatsächlich ein bisschen Ästhetik und Emotion drinnen ist. Und wenn ich, weil manchmal ich echt schon die Schnauze voll habe von der nächsten Deathcore, Metalcore Band, die mir erzählen will, wie hart sie sind, so, yeah, I get it, you dropped your guitar, man, fuck off. Ja. So, erzähl mir irgendwas von Drachen und schönen Liebesbeziehungen zwischen Elfen oder so. Come up with something nice once in a while. Das sind die Dinge, die du hören willst, Liebesbeziehungen zwischen Drachen und Elfen. Oder wenn man was Romantisches hören will, eben auch Dark Souls zum Beispiel, hat unglaublich schöne Romantik drinnen, wenn es nur Bands gibt, die Dark Souls-themed Alben gemacht hätten. Ja, aber die Bands, die das gemacht hätten, wenn die das nur romantisch gemacht hätten. Hey, sorry, aber es gibt, I will let you know, es gibt Songs von uns, die sind wirklich romantic. Der Julius bringt mich um nach der Folge. Aber, man muss die Romanze mal raushören zwischen den 5000 Noten, die euer Gitarrist spielt, pro Sekunde. Da muss man die Romantik finden. Das ist tatsächlich, damit mache ich mich jetzt auch unbeliebt, das ist tatsächlich ein Ding, das ich zum Beispiel so mag an Spiral of Lazarus und Damn damals, ist, dass es tatsächlich ein bisschen auch die Origin hatte in diesem viele, viele Noten, viel Melodie, viel Epicness, die einfach für mich, warum ich zum Beispiel angefangen habe, Blind Guardian zu hören, war einfach so ein, oh, da bist du deppert, die singen über Tolkien, okay, cool. Und da kommt halt diese Wand von Nightfall in Middle-Earth auf dich zu und du bist so einfach nur das, bist du 1000 Stimmen, der Hansi bringt sich fast um in der Vocal Booth. Das ist cool, I like that. Ja. Was uns wieder zurückbringt zu, okay, wir haben Big Four aktuell. Schließen wir es ab. Dragon Force, Sabaton, tut er weh, ja?
Aber ich liebe Primo Victoria. Der Song taugt mir aus irgendeinem Grund, habe ich irgendeine emotionale Verbindung zu diesem Song. Und ich weiß nicht warum, weil er einfach urgut ist, aber der Rest von der Band und von den Sachen. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich finde es nicht so cool, dass sie Krieg so glorifizieren in ihren Lyrics. Das ist für mich ein bisschen ein Problem, dass das so glorifiziert wird, was Battles und sowas angeht. Ich bin ein riesiger Geschichte-Fan, ja, ich was Metal und Geschichte und sowas, aber da habe ich ein bisschen ein Problem damit ab und zu. Fandest du da den Iced Earth-Zugang besser? Wenn er nicht gegangen wäre und das Capital gestormt hätte, ja. Also, weil der hat ja auch sehr viel Geschichtliches quasi auch verarbeitet. Ne? Was ich sehr cool fand, bis zu dem Punkt, wo halt klar geworden ist, das ist nicht nur Geschichte, der lebt das gerade. Wirklich. Ja, in seinem Kopf ist es 1776 und oder keine Ahnung, es ist gerade Revolution Time und er kämpft für den Süden. Also irgendwo ist halt gekommen, okay, seine Liebe zur Geschichte, die ich absolut geteilt habe vom John Schaeffer, ist halt für ihn zu real geworden. Und für mich ist da ein bisschen die Gefahr mittlerweile auch bei Sabaton, dass sich halt Kids denken, yeah, urcool, keine Ahnung, Normandy, D-Day und Epic und sowas. Ja, okay, aber... Ja, also die Gefahr sehe ich jetzt, glaube ich, im ersten Moment nicht so, aber... Ich gebe dir recht, das könnte natürlich sein. Aber wenn wir gerade über das reden, mir fällt gerade ein, irgendwie, es gibt schon noch viele Power-Metal-Bands, die geschichtliche Themen aufgreifen. Hm. Also das ist schon abseits der Fantasy-Sache auch schon eine Sache, die oft vorkommt im Power-Metal-Genre. Ja. Zum Beispiel auch, wenn man jetzt zurückgeht zu Iron Maiden, wo wir jetzt nicht wissen, was es ist, aber und die haben ja auch viel, also Bruce hat ja auch viele Songs über geschichtliche Sachen, zum Beispiel sagen wir mal Alexander the Great oder irgendwas in die absolut. Richtung. Und ich finde auch, das ist eine wichtige Sache und ich finde das auch cool im Power Metal, das zu machen, würde ich absolut beibehalten. Bei Sabaton geht es halt ausschließlich um, also Alexander the Great zum Beispiel ist für mich, da geht es nicht für mich um wesentlich mehr als nur die Schlachten. Bei Sabaton habe ich das Gefühl, es geht wirklich nur um die Battles. Excessively, ja. Habe ich zumindest das Gefühl. Und wie gesagt, ich finde die Band, ganz ehrlich, die Band ist gut. Ich respektiere die Band absolut. Sie machen was Großartiges. Der Schlagzeug ist verheiratet mit der Flo Jansen. Also sie sind sowieso gerettet für mich. Ja, Stein im Brett. Wer auch immer mit der Flo Jansen verheiratet ist, has to be a good person. So, ja. So leicht geht's. Ja, absolut. Also wenn ihr meine Approval wollt, heiratet die Flo Jansen. Oder habt irgendwas mit der Flo Jansen zu tun, dann die Frau ist... Ich hätte eine gute Geschichte mit der Flo Jansen, aber die... Ich weiß nicht, ob ich die jetzt bringen sollte. Würde, betrifft das ihre Marriage oder ist es... was hast du getan, Roger? Das wäre a personal story und das wäre jetzt eher dein Disapproval. Aber okay. Ja, vielleicht erzähle ich die Geschichte mal privat. Okay. Möchtest du es jetzt hören? Das wäre die Einladung für Dusche das dritte Mal. Machen wir beim das dritten dann. Mal gibt's Dusches Flo Jansen Story. Genau, bleiben wir. Please vote for it in the comments. Genau, bleiben wir für heute beim Power Metal, weil wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Also, wir haben so big Names gemacht. Ich wollte noch ganz kurz noch was einwerfen. Wenn du Sabaton musikalisch eigentlich nicht so schlimm findest, nur die Texte, vielleicht probier's mal mit Majestica. Das ist das Solo-Project vom Tommy Johansson, vom Gitarristen. Mm, okay. Das ist sehr gut. Da solltest du mal reinhören. Gut, Musical Tips from Dushi. Ja, Tip from me, Majestica. Das war meine nächste Frage. Wenn ich jemanden quasi Power Metal versuchen möchte, jemanden in Power Metal reinzubringen, was wäre dein Vorschlag? Erste drei Alben, die man sich anhören sollte oder könnte, um in die Musik reinzukommen? Ja, okay, zwei sind sehr einfach und dann müssen wir über das dritte überlegen. Nightfall in Middle-Earth. Sehr gut. Bestes Album überhaupt fast, finde ich. Also das ist hart zu toppen. Mega. Und dann wahrscheinlich Keeper of the Seven Keys. Vielleicht beide. Aber das zählen wir als eines. Mhm. Halloween also. Und was wäre das dritte Power Metal Album, was man sich unbedingt anhören muss? Was würdest du sagen? Aktuell würde ich sagen Apex von Unleashed the Archers. Weil es eine schöne Story hat. Es hat tatsächlich eine, es ist ein Konzeptalbum, es hat eine durchgehende Story, es erzählt eine Geschichte und es ist halt quasi alles, was ich im Power Metal liebe. Double Bass, viel Gitarrenarbeit, Stimme ist mächtig und sowas. Auch untypische Elemente, klar, aber für mich quasi wirklich eine moderne Produktion ein bisschen. Auch ein bisschen, dass das Ganze, was ich auch so am Herman Lee mag, zum Beispiel von Dragon Force, er bleibt aktuell. Ja, er versucht wirklich
Er redet mit Leuten, er redet mit Mischa über Gent, genauso wie er mit anderen Leuten über Power Metal redet, der Aktualität. Ja, der ist voll dabei. Aber bleibt. Sonst kann man natürlich auch sagen, Dragonforce vielleicht, Inhuman Rampage, Klassiker, ja. Mit allen Dragonforce-Dingern oben oder ja, vielleicht sowas. Ich würde halt auch sagen, obviously würde ich sagen, Eisdorf, entweder Horror Show oder Something Wicked This Way Comes. Oh, Something Wicked, yeah. Das ist natürlich auch sehr wie gesagt, empfehlenswert. Im Moment, jeder muss sich das selber überlegen. Ich würde es trotzdem als Einstieg was. Das Album ist natürlich immer mega. Das ist ja. Plus, ja, wurscht, was sonst passiert. Matt Barlow ist halt die Power-Metal-Stimme. Hart zu toppen, der Typ. Harter Typ. War cool. Okay. Ich hätte an dich noch eine ganz kurze Frage, aber ich weiß nicht, ob wir noch genug Zeit haben dafür. Ja, es geht sich aus. Wie siehst du eigentlich diese aktuelle Sachen? Zum Beispiel sowas wie, sagen wir, Beast in Black oder Battle Beast oder sowas in die Richtung. Ist das für dich noch Power Metal oder ist das, also diese ganze, we bring the 80s back to Metal, ist das für dich Power Metal oder nicht? Es ist zumindest angelehnt an Power Metal. Ja, ich meine, es erfüllt viele, wenn wir die Checkboxen durchgehen, ja, wir haben heute gesehen, es gibt viele Sachen, viele Bands, die lustigerweise auf einmal Power Metal sind. Also wenn Trivium zum Beispiel auf einmal Power Metal sein kann, im Silence in the Snow, können auch diese Bands Power Metal sein. Ich würde schon sagen, es ist zumindest eine von den Bezeichnungen, die ich ihnen geben würde, weil ich denke immer an Leute, die halt keinen Metal hören. Ja? Wie erklärst du Leuten wirklich grobes Genres? Ja. Und da würde ich schon sagen, da können sie durchaus rein. Weil natürlich wir als Experten quasi in der Musik haben 100.000 Ahnungen und Erinnerungen und verstehen viel mehr irgendwie, was die Zusammenhänge sind. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, schon ein paar Metal. Eigentlich. Sag ich auch. Ja? Aber würde ich auch sagen. Ja. Ich meine, wie gesagt, Ich würde es immer so sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Abschluss zum Ende in die Richtung. Wenn wir hier reden über Subgenres, versuche es immer so zu sehen wie jemand, der nicht Metal hört. Und wie würde ich das dieser Person erklären? Was sind die Eigenschaften, die es haben muss? Und also du sprichst auch mit solchen Leuten? Es gibt sie angeblich. Ja, ich auch. Gut, allerletzte Frage, ganz kurz und dann hören wir auf. Wenn du mit einer Person, wenn du mit einem Power Metal Artist eine Collab machen könntest, wer wär's? Das soll eine kurze Frage sein. Einen erster Name, der da kommt. Das ist wirklich eigentlich eine voll schwere Frage, weil es gibt so viele. Keine Erklärung, erste Frage, die kommt. Okay. Do it! Ja, am liebsten wahrscheinlich, und jetzt, wir haben es immer noch nicht geklärt, aber wahrscheinlich mit irgendwem von Maiden. Also vielleicht gitarrenmäßig gemeinsam mit Adrian Smith zum Beispiel. Aber das ist vielleicht nicht Power Metal. Dann würde ich sonst sagen, wahrscheinlich Herman Lee. Herman Lee, sehr gut. Wir werden das auch nicht klären können, ob Maiden Power Metal ist, aber das wäre was zum Beispiel für die Comment Section zu sagen. Okay, guys, let us know, ist Iron Maiden Power Metal für euch oder nicht? Ja. Oh, alright, viel Stoff. Boah, sind wir echt durch viel Stoff durchgegangen, hat du Schiff. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Weißt du, ich habe mir schon gedacht, ja, vielleicht findet man wieder mal nichts zum Reden, aber wahrscheinlich könnte man nur stundenlang weiterreden. Stundenlang, können wir zweiten Teil noch dranhängen. Also vielen Dank fürs Kommen. Für die es noch nicht kennen, wir werden die Links natürlich wieder in die Description reinhauen. Visions of Atlantis, großartige Band. Wir werden auch alle anderen Power-Metal-Bands in Österreich, die ich noch zusammenfinden kann, also Dragony und Serenity und alle, die ihr uns noch zutragt. Wenn ihr Power-Metal-Band seid in Österreich und wir euch nicht genannt haben und ihr genannt werden möchtet, bitte schickt uns einen Comment oder PM oder irgendwas, ja, damit wir euch kennenlernen können. Das war's mit Metal Culture. Ich bedanke mich beim Duschi, ich bedanke mich beim Peter, der nicht sichtbar ist, aber immer da ist. Like Jesus. or my mental health problems. Nein. Und vielen Dank auch an die Klangfarbe, unsere Partner in Crime, die euch auch versorgen können mit geilen Gitarren, falls ihr Power Metal spielen wollt. Ja.
Ich natürlich verabschiede mich. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitreden, Duschi. Es war mir wie meine Freude. Stay big. Ja, danke für die Einladung. Hm? Auch Freude. Stay big, be big. Passt auf euch auf. I'll see you soon. Okay, dann stoppe ich auch den Fail Audio Record.